Was macht denn dein Papa von Beruf? Diakon. Was macht denn ein Diakon? Der tut Taufen machen und Beerdigungen und noch alle Sachen und auch Kirchen macht er auch. Was ist denn das Besondere an dem Beruf von deinem Papa? Dass er anderen Menschen auch hilft. Ja, und andere Leute segnet. Das Diakonat von meinem Mann bedeutet mir schon sehr viel, weil ich einfach sehe, wie ihm das erfüllt, welchen Frieden es ihm bringt, gerade wenn er in Dreischicht arbeitet und müde von der Arbeit kommt und eigentlich nur zu Hause bei den Kindern sein möchte und er dann trotzdem zu den Familien geht, zu einem Taufgespräch oder zur Haussegnung, also zu Terminen, die halt anfallen und dann nach Hause kommt und einfach so eine Ruhe ausstrahlt und merkt, dass er den Leuten durch sein Dasein, durch seine Worte geholfen hat. Und wenn ihn das glücklich macht, dann macht es mich auch glücklich und ich unterstütze ihn einfach gerne in seiner Arbeit. Also die diakonischen Aufgaben, die er bearbeitet, die finde ich einfach selber auch sehr, sehr wichtig. Und ich finde es wichtig, dass er dadurch die Menschen, mit denen er sich befasst, das sind die Menschen am Rand, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass es diese Menschen gibt mit ihren ganzen Problemen, dass er ihnen dabei helfen kann. Und ich merke einfach, wie das ihm gut tut, dass er das kann, dass er eine Aufgabe hat, die ihn erfüllt, die er gerne und gut macht. Das tut unserer Familie gut. Ja, und das andere ist eigentlich, dass ich einfach dadurch als Ehefrau, weil wir da ein Stück weit ja mit einbezogen wurden, schon durch die Ausbildung, dass wir an Orte kommen, dass wir Menschen begegnen, Begegnungen haben, Themen besprechen, Gedanken dazu haben, die mir auch gut tun und die ich auch sehr genieße, so wie den heutigen Tag zum Beispiel. Diakon ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Und diese Berufung zu begleiten heißt für mich, Fragen und Zweifeln mit durchzustehen, manchmal kritisch anzufragen, aber auch manchen beherzten Schritt mitzugehen, der uns als Familie herausfordert, aber auch bereichert in dem, wie wir miteinander umgehen und ja, was für Dinge wir erleben. Diakonat spielt sich nicht nur im Beruf ab, außerhalb der Familie, sondern auch im Freundeskreis oder in der Familie, wenn andere anfragen, weil sie heiraten möchten, weil die Taufe ansteht, weil Schwierigkeiten aufkommen. Da sind wir oder da ist er angefragt und das freut mich, dass wir gemeinsam und er durch seinen Dienst da unsere Familie und unseren Kreis auch bereichern kann. Wo mein Mann mich gefragt hat, ich möchte gern Diakon werden, habe ich mich sehr gefreut und diese ganze Ausbildung, dass wir zusammen mit der ganzen Familie durchgemacht haben, hat mich sehr bereichert und bin stolz auf meinen Mann. Bei ihm finde ich seine positive Energie, seine Ausstrahlung. Und dadurch, dass der Diakon ist, ist sehr glücklich und ich bin auch glücklich, wenn der glücklich ist.